Heute am frühen Vormittag spazieren wir zum Fischerdorf Chaitwa. Es ist noch relativ früh und man kann die Dorfbewohner bei ihrer täglichen Arbeit beobachten. Die Fischer machen sich bereit zur Ausfahrt. Manche waren auch über Nacht am Meer und kehren jetzt zurück mit ihrem Fang. Die Frauen transportieren die Fische an Land, wo sie dann zum Trocknen ausgelegt werden. Auch die tägliche Wäsche muss natürlich sein. Manche sammeln Muscheln, einerseits um sie zu essen, andererseits um daraus Schmuck herzustellen. Und manche genießen auch einfach nur die Sonnenstrahlen. Diese Dame hier nützt die Blechschüssel als Sonnenschutz. Und der hier gibt sich noch seinen Träumen hin. Jetzt ist er auf. Kinderzeichnungen im Sand. Diese Männer hier dichten ihr Boot neu ab. Für die Kinder des Dorfes sind wir Langnasen immer ein interessantes Beobachtungsobjekt. Willst du ein Foto machen? So. Für die Kinder haben wir einen Sack mit Knappereien dabei. Im Gegenzug schenken sie uns immer Muscheln. Zurück in unserer Villa entdecken wir eine Gottesanbeterin. Schau mal, ich drücke schon laut Aufregung, weil ich Angst habe vor dem Fisch. Sehst du? Ja. Ja, gut, wenn die zur Verfügung stehe. Okay, jetzt setzen wir die wieder auf. Gut. Jetzt geht's auf deinen Kopf, Alter. Vom Baum lässt sich eine Art Seidenraupe herunter. Na geh. Ich halte mal, tust du filmen? Ein weiteres uns nicht bekanntes Insekt erregt unsere Aufmerksamkeit. Heute scheint ein zoologischer Tag zu sein. Um 12 Uhr haben wir uns für eine Rückenmassage angemeldet. Also machen wir uns auf den Weg ins Spa. Das Spa ist sehr schön gestaltet und die Massagen tun wirklich gut. Man kann aus vielen verschiedenen Duft- und Massageölen wählen. Scheiße, ich hätte zerstört.
Der Hund. Den Rest des Tages wird gefaulenzt und in der Sonne gelegen, bis es wieder Zeit zum Abendessen ist. Laser wird uns heute etwas, das nicht auf der Karte steht. Echtes Rakhine Food. Es besteht nur aus Meeresfrüchten und ist recht scharf. Was? Da ist Frau Walter.